So, ich bin dran mit mit Ansagen, habe ich gerade gehört. Deswegen sage ich jetzt einfach mal an, dass wir Share It spielen von CV7. Der hat seine Zivildienstzeit gut genutzt. Und hat Karten gebaut. Genau, und wir spielen natürlich Portal 2, aber das brauchen wir, glaube ich, mittlerweile auch schon gar nicht mehr. Also ich sag mal, besser Karten bauen als andere Dinge. Richtig. Die man sich bauen und verpulverisieren kann. Share It. Einfach mal hier, ne? Ein bisschen... Scheren halt. Genau, wir scheren jetzt. Ja. Wir sind quasi mein Friseur. Wir wollten uns kürzer fassen als sonst. Genau, ich bin raus. Ja, wir sehen uns gleich. Pump. Hallo. Schwung, da sind wir wieder hier drin. In Le Game, Le Game. So, wieder schön Brunch hier jetzt. Ja, ich wollte es gerade sagen. Schon wieder die beiden Nullen symbolisch für uns. Richtig. Eigentlich müsste ich das. Ja. Was? Das ist ein bisschen diskriminierend, ne? Eigentlich bin das zweimal ich. Hier, guck. Ja. Nee, das heißt, so? Es geht um den Null-Aspekt in dieser Form. Das, komisch, wenn ich heißt, gucke, was du siehst, dann ist das grau. Was? Das Schild. Was ist da? Wenn ich aus deiner Sicht gucke, dann ist das grau. Echt? Lass mich doch mal. Oh, das stimmt. Skandalös. Skandalös. Skandal. Ein Mysterium. Was? Wir sollten uns mal um die Karte kümmern, ja, glaube ich. Hier ist eine Fläche. Da oben ist ein Laser. Oh. Ich glaube, der muss unterbrochen werden. Ja. Sonst, oder das ist, weiß ich nicht. Da ist irgendwas. Wir gehen hier mal durch. Share It heißt das wahrscheinlich, geht es darum, nicht um Charity, sondern um, dass wir irgendwas teilen sollen. Genau. Zum Beispiel... 2 durch 10. Das Level hier, genau. Aber nicht durch Null teilen. Nee. Also nicht durch uns selber. Ne? Ich drück mal, ich stell mich mal... Au. Wir sind voll die Antiprimzahlen. Wir können weder durch Null noch durch uns selber teilen. Ich kann mich durch mich selbst teilen. Was? Eigentlich war ja durch 1. Egal. Ich stell mich auch mal hier drauf. Du musst auch rüber. Cool. Hüp. Ja, haha. Bist du drüben? Hier ist ein... Ah ja. Wir haben ich sollte erst fragen und dann vom Knopf runtergehen. Hier hinter ist übrigens mein Zimmer von zu Hause. Da sitzt du? Oh, ich würde jetzt gerne mal rüberkommen. Ich würde dich ja gerne mal... Ich habe mir das sehr stilvoll eingerichtet. Das kann man jetzt sehr gut erkennen. Auch die schönen sauberen Wände und alles. Ist frisch renoviert. Da unten kann man, glaube ich, sterben. Das ist gerade mal nicht so mein favorisierter Platz hier. Wie sieht es bei dir aus? Bei mir sieht es folgendermaßen aus. Ich kann hier unten ebenfalls sterben. Oh, das ist schön. Also, ich habe hier allerdings kein Zimmer. Finde ich ja gemein. Für mich haben sie wieder nichts eingerichtet hier. Ach Mensch. Hier da oben sind noch welche. Ah ne, da oben. Das andere oben da. Da? Ich kann die Wurst markieren. Also ich habe auch mal beschlossen, dass wir das Ding nicht immer Wurst nennen. Okay, wie nennen wir es dann? Das heißt ja offiziell Transportschacht, aber... Okay. TS. Wir können es auch Peter nennen. Peter, okay. Ja. Du kannst Peter markieren, alles klar. Ich habe hier so einen Harald vor mir. Markieren, wie ein Hund es sonst gerne tut. Was? Ich habe hier so einen Harald. Du hier. Hast einen Harald? Den habe ich jetzt aussehen gedrückt, den Harald. Ach so, du meinst den Knopf. Was passiert? Ein Countdown. Machen wir 3, 2, 1, zack. Nö, du musst auch schon sagen, was ich machen soll. Bitte sonst reagiere ich nicht. Also, bitte drücken Sie den Knopf jetzt. Nee, drück du mal. Es passiert genau nichts, das ist schön. Jetzt drücken wir mal gemeinsam. Okay. Make a Dingens. Nee, mache ich mal eben. So. Nö. Ein Würfel. Nö, ein Würfel. Aber der kommt, glaube ich, nur von mir. Tessuha! Eieiei. Da hinten ist so ein Katapult. Ein Katapult? Habe ich das gerade hier aktiviert oder was mache ich? Ich weiß gerade gar nicht überhaupt, was dieser Schalter hier macht. Welcher Schalter? Das war für die Brücke. Rampe. Ja. Ich will nicht sagen Bridge, aber... Nee, ich wollte auch fast, aber ich habe dann... Ja, das ist diese alten Schinken immer wieder, die hier aufgewärmt werden. Schlimm. Schmeckt echt, doch nicht. Echt, ey. Ach, du kannst die Katapult aktivieren. Ah, I see. Sieht das aus. Mensch, Skinners. Da hab ich mich jetzt. Das ist ja. Ich kann ja mal versuchen, ob ich den Würfel da runterschmeißen kann.
Was? Also, was ist da denn los? Runterschmeißen konntest du ihn schon mal. Das ist ja, aber der existiert noch. Ach, guck mal. Ach so, der wird... Ach so, naja, na klar, guck das mal. Macht ja irgendwie aha. Sinn. Fump. Geil, ne? Kaputski. Ja. Der ist ja cool. Aktivier nochmal. Ist ja cool, dass das direkt auf mich zufliegt. Was haben wir jetzt davon? Ich weiß es nicht. Das ist nicht so gut. Da oben ist ja halt so ein Ding, wo wahrscheinlich irgendwie irgendwas sein muss dann. Ja. Ne, so ganz professionell festgestellt. Vielleicht kommt man von da von... Wie? Ja, bitte? Ich habe alles vergessen. Während du das aussprechen wolltest. Ja. Von da drüben, da wo du dein dunkelblaues Portal gesetzt hast, vielleicht kommt man da auch rausgeflogen und landet dann... Nee, das glaube ich nicht. Vergiss, was ich gesagt habe. Nee, das geht doch nicht. Hier ist auf jeden Fall eine Vorrichtung für einen Würfel. Da musst du rein. Du hast zufällig einen Würfel. Wir brauchen auf jeden Fall... kannst Hallo. Du von deiner... Nee, von deiner Seite kannst du auch... Ach so. Aber das bringt uns nicht in den Peter rein, ne? Nee. Also in den Schacht hier. Ich glaube, Peter ist auch ein ganz beschissener Name dafür. Irgendwie, ja. Das klingt sonst sehr verdächtig. Aber ich kann von meiner Seite aus zumindest schon mal ein Portal dort setzen. Ach, oh, guck mal, warum? Weil da ein Gitter ist. Das ist eine offene Stelle. Das ist ein Gitter bei mir. Oha. Bei mir nicht, bei mir ist alles verglast. Mit Sicherheitsglas. Scheiße, man könnte da ja mal... Nee, kannst du da oben? Nee, kannst du auch nicht, ne? Ich komm, zu dir komme ich hier gar nicht durch. Hier ist überall Glas. Nee, das ist ja blöd. Haben wir irgendwie die Möglichkeit, die Kraftfelder da ganz vorne auszuschalten? Weil wir hatten ja ganz am Anfang auch noch Laser und so. Stimmt. Und so. Und so. Allerdings, ey, wie willst du das machen? Stimmt, der Laser, der ist ja, wenn er da so ganz einsam herumschwebt, dann ist er auch... sinnlos. Ich gehe da einfach mal zurück. Im Zweifelsfall musst du gleich sterben. Ja, ist kein Problem. Also nicht ich, ne, sondern du. Ja. Okay. Ich, aber... Wenn wir mal ehrlich sind... Ich meine, hier sind ja beides... Ach ja, hier kann man ja, zumindest führt der Laser hier, der befeuert hier dieses Feld hier. Ich komme mal zu dir. Okay. Da habe ich nur nichts von. Du kannst auch gar nicht zu mir kommen. Nee, habe ich gerade festgestellt. Aber man muss das andere hier anscheinend ausstellen können. Das ist ja auch so eine Zeitschalt-Ding. Ja. Und jetzt habe ich das Problem, ich muss wieder auf die andere Seite. Und du müsstest halt das mich da mit dem Knopf da hinten hinlassen. Mit dem da? Ja, der, genau. Ja, yes, nee, ich so kann... zum Beispiel nicht. Ich komme nicht... Ich muss mich umbringen, glaube ich. Habe die Befürchtung... Ja, genau. Okay, ich halte mal eben die Luft an. Es war ein bisschen zu viel Luft in dir. Ja. Du bist, glaube ich, explodiert. Explodiert. Wie so ein Luftballon, wo man mit der Nadel reinsticht. Ich guck gerade mal was. Ja. Also hier oben mit dem Laser, ja, der scheint anscheinend, ne, hier meins auszumachen, mein ja, Kraftfeld, genau. Und... Ja. Ja, ich weiß. Und da hinten? Das ist wahrscheinlich das, was dein Kraftfeld ausmacht, oder? Ich vermute ja fast eher, dass das die Plattform da ändert. Ach so, ja, das kann natürlich auch sein. Aber ich weiß nicht genau. Lass mich da erstmal rüber, dann lasse ich dich auch rüber. Das ist toll. Ja? So wie du mir, so ich dir. Jedes Mal, da habe ich jedes Mal so einen kleinen Ruckler, beziehungsweise, nee, ein Leck kann es ja nicht sein, weil es jedes Mal an der gleichen Stelle ist. Okay. Ach, ich hab hier oben ja, ne? Ist ja. Was hast du? Viele, viele Probleme. Das. Ja, davon mal abgesehen, aber. Wie will ich? Eigentlich nicht. Wenn ich da runterspringe, dann bin ich leicht matschiert. Ja, ich bin auch gerade ein bisschen. Wir könnten gleich mal die Seiten tauschen. Ja, ich sehe auch gerade, dass hier... Wobei ich einfach mal hier den Würfel da drauf lege. Wenn wir hier Würfel rein... Ah, Moment. Was? Ey, das ist ja Quatsch.
Wenn wir hier den Würfel drauflegen, dann scheint das... Ach, okay. Ne, das ist nämlich... Also ist das da oben? Doch nicht dafür. Der nee. Knopf. Aber Wim? Wie kriegen wir denn... Also ich meine, du kannst den Peter ja umlenken hier. Ja. Aber wie kriegen wir den zu mir? Ich weiß es ehrlich gesagt. Oder so, dass er hier oben dann dahin da genau, rauskommt da, und dann da, gegen genau. den Knopf den Würfel drückt, den man da hochschmeißen könnte dann wahrscheinlich. Ja. Sollte. Klar kann man den da reinschmeißen. Dafür ist es hier unten ja. Z ist die Frage hier. How do I get one of my portals over to you? Du kannst es ja in einen Briefumschlag stecken und mir zuschicken. Okay. Müssen wir halt einen Tag warten, weil die Post nicht so schnell ist. Stimmt, ja. Wobei das schon relativ schnell ist. Bin ich immer wieder fasziniert von. Ja, doch. Das kann man... Ja, doch. Du kannst... Ja, du kannst ja nicht zu mir, weil dann ist das andere Ding weg. Und von meiner Seite aus kann ich hier auch rein gar nichts hier irgendwie drinnen portalitieren. Nix kannst du, ey. Echt nee, schlimm. Das... Ich schäme mich auch schon hier. In Grund und Boden. Ich bin aber trotzdem... Ja. Wieso ist denn da oben noch eine Fläche? Wahrscheinlich, damit es schön aussieht. Oder auch nicht. Ja gut, das kann natürlich sein. Hm. Ich stehe nicht auf diese Kosmetik. Für diese nötige Weitsicht. Ich kann ja auch ja. hier auf dem Boden. Das bringt... Wenn hier vorne sind ja auch noch so Flächen, die man ausfahren kann. Wo? Die aus dem Boden, also hier auf der anderen Seite direkt von der Dingens, wenn du bei mir guckst, dann siehst du das. Ach ja, richtig. Ja. Wie die ausgefahren werden. Das weiß ich auch nicht. Wenn überhaupt. Ich meine, die anderen waren jetzt auch nicht markiert durch irgendwelche Lines, die hier gezogen wurden. Dahin. Wenn du auf deinen Knopf drückst, dann kommt da ganz, dann kommt der Würfel raus, ne? Dann kommt er da ganz frivol herausgewürfelt, ja. Was passiert, aber wofür ist denn mein Knopf hier? Was soll der denn? Mal. Ich hab einen Countdown. Ach, das Feld ist aus. Ach, so, okay. Ja. Ich gehe da mal, ich weiß nicht, ob ich hier einfach mal raus sollte. Ich vermute es fast. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den Würfel mitnehmen sollte. Ja, ich glaube, oder? Der muss ja hier rüber. Nimm ihn einfach mit. Ja, wir haben es ja, ne, so ist ja nicht. Richtig, wir können uns jederzeit einen neuen holen. Ich meine, gut, klar, sonst hätte das mit dem Feld nichts zu tun gehabt. Mach nochmal. Oh. So. Was? Jetzt die andere Seite ist... Ja, wenn das jetzt unterbrochen wäre hier, dann könnte man den Würfel da auch zu dir bringen. Aber da ich hier nicht unterbrechen kann... So... Ganz normal. Da komme ich ja nicht hoch. Oder komme ich... Moment. Moment. Ich habe da hinten ja so ein Ding, wo es runter geht. Also, lass mich nochmal... Ich müsste nochmal wieder auf die andere Seite da. Ja. Befürchte ich... Oder nee, befürchte ich... gerade gar nicht. Ich weiß gerade gar nicht, was ich befürchten soll. Nicht mehr, in dem bin ich mir sicher. Wir müssen, ja. Ich meine, hinten ist ja ein Schacht, wo man einen Würfel runterschmeißen kann, aber da sind ja dann die roten Strahlen, die mich auseinanderkloppen würden. Das heißt, ich könnte da durch den Schwung den runterfallen lassen und der kommt dann hier genau wieder hochgepurzelt. Das sollte von der Höhe genauso passen, dass das vor diesem Laserstrahl dann hängt. Das heißt, einen kurzen Moment lang wird dann hier dieses Feld hier ausgeschaltet sein. Richtig. Das... Okay, dann setz mal deine Portale. Ja. Das ist nur jetzt die nötige Feinarbeit, die hier nötig ist. So, ich drück mal hier. Ich müsste nochmal wieder rausgehen. Zack. Also ich müsste auch wieder hier über die Brücke kantappern können. Heißt, ich muss mich wieder umbringen. Ich bin mir gerade mal nicht sicher. Ich weiß immer noch nicht, was denn eigentlich hier das mit dem Mittelschacht hier auf sich hat. Das weiß ich auch noch nicht. So genau. Wobei, egal, ich bringe mich mal. Klar, das ist doch klar, das kann man dann erkennen. Was? Ja. Viel Spaß. Im Danke. Jenseits. Schreib eine Karte. Ach.
Guten Tag. Aber da müssen wir ja wieder einen Tag warten. Wobei, aus dem Jenseits dauert es wahrscheinlich länger. Ich bin ja fast runtergefallen. Wenn wir da jetzt schon eine Viertelstunde aufnehmen, dann ist ein Tag ja auch nichts mehr. Das stimmt. Alles vorbei.